Out-of-Body-Experience. Ja, es ist soweit. Es ist da. Das Out-of-Body-Experience Gate 21 bis Gate 30. Und in diesem Video stelle ich dir alle 10 Frequenzen vor. Normal gibt es zu jedem Video eine eigene Frequenz, aber das Bundle ist anders, denn jede Frequenz hat dasselbe Ziel und sollte dich zu einer Astralreise bringen. Ja? Warum und wieso? Schauen wir uns alles gleich gemeinsam an und ich werde auch gleich jedes Gate einzeln behandeln. Also wenn du dich für eines dieser 10 Gates interessierst oder vielleicht sogar für alle oder für das Bundle, dann bleib dran und ich werde dir einfach erklären, was sind die Unterschiede der jeweiligen Techniken, der jeweiligen Hypnosen, Frequenzen und warum ist das Ganze so aufgebaut. Die erste Frage, die mir mal gestellt wird, ist, ich möchte Astralreisen lernen, sollte ich die anderen Gates vorher nutzen? Ja? Musst du nicht. Also du kannst einfach komplett beginnen mit dem Gate 21. Die anderen Gates werden dir eine Stütze. Ja? Aber es ist kein Muss, weil die Codewörter, die wir hier verwenden, wirken genauso. Das wirst du dann später sehen. Ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Es gibt zu diesem Video übrigens auch ein eigenes Nutzungsvideo. Das solltest du dir unbedingt ansehen. Also falls du sagst, ich kaufe eine der Frequenzen oder gleich alle, dann schau dir unbedingt das Nutzungsvideo an, weil dort erkläre ich dir, wie du Astralreisen indizierst mit diesen 10 Hypnosen. Ja? Also, wie funktioniert das Gesamt? Ich habe einfach die 10, wenn du mich verfolgst, ich bin jemand, der sich sehr intensiv mit dem Astralreisen beschäftigt. Ich habe sogar die Astralreisen Academy mit Steven, die leiten wir, habe sehr viele Seminare zum Thema gemacht und würde sogar behaupten, dass ich der YouTuber bin, der die meisten Erfahrungsberichte und Videos zu dem Thema publiziert hat. Ja? Und ich über 1000 Erfahrungen schon gemacht und mein Weg basiert darauf, dass mein Ziel ist, dass wir, ich wollte eine Astralreise erleben und ich habe alles dafür versucht zu tun. Ja? Und habe so viele Techniken probiert, also bis zum Umfallen Techniken probiert und ich habe einfach auf Basis von Statistik viel lernen dürfen, welche Technik funktioniert, warum funktioniert sie und warum funktioniert sie nicht. Und ich habe mein komplettes Wissen aus einem über Jahrzehnt Praxis, täglicher Praxis, fast täglicher Praxis, um ganz ehrlich zu sein, genommen und habe es in diesen 10 Gates gebündelt, habe die besten Techniken entwickelt, plus Technologie dahinter, damit du am leichtesten ein Astrales indizieren kannst. Das erste ist, warum 10 verschiedene Varianten? Jeder Mensch ist ein Individuum und jede Frequenz wirkt bei jedem anders. Ja. Das bedeutet, die eine wirkt bei dir vielleicht, bei den anderen gar nicht. Bei den anderen. Und der Schlüssel ist, dass man alle durchprobiert und dann rausfindet, Gate 22, Gate 24 und Gate 27, die ziehen bei mir. Mit der einen habe ich sogar schon Astralreise erlebt im ersten Hören. Ja. Und dann trainiert man mit diesen 3. Und dann stellt sich raus, oh, mit der geht es ganz krass. Und dann trainierst du nur noch mit der. Und dann brauchst du das Training von der nicht mehr. Also du machst nur noch die Technik, die dort drin vorkommt. Weil dann findest du einfach deine maßgeschneiderte individuelle Technik, die auf deiner Persönlichkeit und auf deinem Glaubensbild beruht. Ja. That's it. Das ist der Key of Success. Und das sind diese Gate-Programme. Sie bringen dich in eine Hypnose. Die ziehen dich in diesen Trance. Die Frequenz hält dich im Astralzustand. Und dann machst du die Übung. Und versuchst dann Austritt zu machen. Wie gesagt, wie das Ganze dann funktioniert, im Nutzungsvideo von der Frequenz. Und wenn du immer noch Probleme haben solltest, dann schau in die Astralreisen Academy, entweder auf der Website astralreisen.com oder auf astralreisen-academy.com. Dort coache ich dich intensivst, dass ich verspreche dir sogar, dass du eine Astralreise erleben wirst. Ja. Einfach dort vorbeischauen, kostet nicht viel. Und dann lernst du es wirklich, ja, falls du sagst, du interessierst dich für das Thema Astralreisen. Ja. Starten wir mit, übrigens jede Frequenz hat eine andere Technologie, die werden immer abgedatet, das heißt, du findest raus, die Technik mit der Technologie, das zieht bei dir, ne, und dann kann ich mit diesem Wissen, mit dem Feedback von dir auch, ne, wenn du in der Academy bist, kriegen wir das Feedback von dir, dann sehen wir, wie wir das optimieren, damit wir langfristig Frequenzen entwickeln, die noch besser werden, noch schneller wirken und so weiter. Das ist alles, dient alles einem Aufbau einer Community-Gruppe, die sich vereint und die gemeinsam etwas entwickelt, was bei jedem funktioniert oder so oft das möglich funktioniert. Ja. Gut, kommen wir zur ersten Frequenz und zwar geht 21, das ist OBE mit den aufgestiegenen Meistern. Ja.
die in die G20 kennen, da geht es ja um Temple of the Monks, wo man sozusagen durch das Universum fliegt, was ich in einer Seelenreise erlebt habe, und dort eine Einweihung bekommt. Ja. Und ich lese dir mal ganz kurz vor, worum es hier geht. Und zwar in diesem Gate wirst du nochmal zu diesem Tempel kommen und du wirst in diesem Tempel deinen Astralkörper aktivieren. Und dort werden die ganzen, wie gesagt, es gibt eine eigene Beschreibung für jede dieser Frequenzen. Lest du das einfach durch, dann wirst du ganz genau wissen, was es mit der Frequenz auf sich hat. In jedem Fall werden die aufgestiegenen Meister bei dir den Astralkörper aktivieren und deine Frequenz erhöhen und dir helfen, den Austritt zu machen. Ja? Du wirst dann so leicht wie eine Feder und dann wirst du sozusagen dann in den Astralkörper gehen und vielleicht dann auch sogar eine Astralreise indizieren. Bei der einen haben eine gute Connection zu aufgestiegenen Meistern. Die werden mit der Technik sehr große und super Erfolge haben. Vor allem, wenn man vorher G20 gehört hat. Ja. Ich lese dir einfach mal vor. G21 ist eine ultimativ wirksame Austausttechnik. Du wirst in eine tiefe Entspannung geführt, von da aus mit der Hilfe des Geistführers und aufgestiegenen Meister in den Tempel der Mönche gebracht und dort trainiert. Der Tempel existiert tatsächlich auf einer höheren Schwingungsebene und dort bekommst du zu den Meistern Unterstützung von ihnen und bekommst eine Energieübertragung, eine kosmische Energieübertragung und löst eine Astralreise, also mit der Hilfe der Meister aus. Und dann fängst du an, dich abzulösen. Der Prozess hilft maßgeblich dabei, lichtvolle Astralreisen zu machen und in höhere Astralebenen zu gelangen. Also wenn du eher sagst, ich will dir nicht in die unteren Astralebenen, ich will in die mittleren oder in die Lichtwelten, dann ist diese Technik perfekt. Und mit dieser Technik wird es dir leichter fallen, überhaupt den Kontakt zu aufgestiegenen Meistern aufzubauen und mit ihnen zu arbeiten. Und mit dieser Übung wird es dir sehr einfach fallen, eine Astralreise zu indizieren. Ja? Das ist mal das eine. Ja? Dann kommen wir zu Gate 22. Das ist eine Stretching-Methode, also eine super Methode, um sehr schnell sich an den Astralkörper zu gewöhnen, ihn zu trainieren, ihn zu bewegen, dein Bewusstsein in ihn reinzubringen und ihn zu verformen und Kontakt zu deinem Astralkörper aufzubauen. Je besser du deinen Kontakt hast zum Astralkörper, desto intensiver wird deine Astralreise. Ja? In diesem geht es in den ersten Schritt, dass du deinen Astralkörper aktivierst und dann mit der Stretch-Technik dich vom physischen Körper abtrennst. Ja? Nachdem du die Trennung durchgeführt hast, kannst du entweder dich hinausrollen oder 4 Meter wegprojizieren und mit der Technik von G10 zum Beispiel dich disconnecten. Du wirst dann in den Gate durch eine Hypnose, Tiefenentspannung geführt. Das Bewusstsein wird sich vom Körper abtrennen. Die Stretch-Technik funktioniert mit der Hilfe der Visualisierung, dass sich dein Bewusstsein immer weiter ausdehnt. Ja? Und mit der Hilfe deiner Geistführer und mit dem Zufluss von kosmischer Energie wird dir Induktion einer Schwingungserhöhung ermöglicht, welche für den schnelleren Austritt sorgt und dir lichtvolle Erfahrungen ermöglicht. Ja? Durch die angeleitete Ausdehnung des Astralkörpers wird der Austritt möglich sein. Ja? Das ist eine sehr, sehr spannende Technik. Ja? Ich werde noch ein bisschen auf die Technik eingehen. Du wirst zu dieser Pyramide geführt, die du vom Gate-Programm vielleicht kennst, in deinen Kristallraum und dort wirst du dich in der Mitte legen, dann fangen die Kristalle an zu leuchten und dann spürst du die kosmische Energie durch dich fließen und dann fängt sich an, dass dein Astralkörper sich ausdehnt in Richtung deiner Füße, dann dein Kopf und dann zieht er sich wieder zusammen und so weiter. Und diese Übung machst du immer wieder und dehnst dann sozusagen deinen Astralkörper und ziehst ihn zusammen, dehnst ihn und so weiter. Und durch diese Bewegung bringst du dein Bewusstsein in den Astralkörper und lernst mit ihm zu arbeiten. Ja, Astralkörper ist nichts anderes wie so Aggregatzustand, das heißt, der physische Körper ist der Eiszapfen. Wir schmelzen mit dieser Übung, zack, bumm, und dann wieder flüssig. Ne? Und dann ist es der Eiszapfen flüssig und du kannst es bewegen. Und diese Übung trainiert dich. Ja? Ich empfehle dir, ja, das ganze Bundle zu kaufen und dann ein Gate nach dem anderen zu hören. Denn jedes dieser Gates ist aufbauend, wenn du willst. Ja? Also kannst du natürlich jedes einzeln hören, aber wenn du fragst, ich will das Astralreisen richtig lernen, dann nimm die erste Technik, dann üb die, dann mach die zweite, dann mach die dritte, dann mach die vierte und dann arbeite dich vor. Und jede trainiert natürlich auch deinen Astralkörper. Das ganze Gate-Programm ist ein System. Ja? Kommen wir zu Gate 23. Ja?
Velo Advanced. Wenn du mein letztes Video gesehen hast von der ersten Velo-Technik, das ist sozusagen die Technik, die verspricht astrales Wachzustand, die normale Velo-Technik. Ich habe die normale Velo-Technik natürlich optimiert, aber ich durfte in einer Astral, also eine erweiterte Version bekommen, wie die wesentlich besser ist als die normale Velo-Technik. Aber ich empfehle dir vorher, falls du die Velo hast, trainiere die Velo, weil dann wird die Velo Advanced so richtig der Knaller. Die wird so richtig durchbrechen. Ne? Das ist die Technik vom IRC World und ich habe so ziemlich alles von der Technik genommen und verbessert und komplett ganz anders gemacht und viele Sachen hinzugefügt, eigentlich 90%. Und habe dann diese Technik gemacht und die funktioniert komplett anders. Ja. Komplett anders und wesentlich intensiver und schneller. Ja. Darum bei Velo Advanced geht es, dass du trainierst, dich in einen astralen Wachzustand zu meditieren. Die Standard-Velo-Technik, wie sie vom IRC gelehrt wird, dürfte vom GET15 ja bekannt sein. Mit der Velo Advanced gehen wir noch eine Schippe an Effizienz weiter. Denn diese Technik wurde so optimiert, dass sie besser funktioniert, für schnellen Erfolg sorgt. Weil es geht darum, dass du einen starken Prana-Energiefluss aufbaust und ganz bewusst den Vibrationszustand mit regelmäßiger Übung baust und baust du immer intensiver werdende energetisches Empfinden auf, boostest sozusagen dein Energielevel, öffnest parallel deine Chakren, während du die Velo-Technik machst, also eine ganz spezielle Pulsierungs- und Chakra-Aktivierungstechnik, wo du Energie koppelst mit der Velo-Technik. Falls du das Video kennst, schaust du unbedingt an, das ist echt crazy. Dann wirst du damit, das kann ein Durchbruch werden. Ja. Auf jeden Fall crazy, 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 was da passiert. Ich habe die Technik gemacht. Du wirst danach, auch so, wenn du sie machst, einfach vibrieren. Ja. Dein Körper wird zittern. Und da wirst du merken, wie die Energie dich tagelang noch begleiten wird. Ja. Damit aktivierst du auch übrigens die Kundalini-Energie. Ja. Gate 24. Ich könnte es ein bisschen ausholen zu jeder, aber ich möchte es gar nicht zu lang machen, das Video. Schaust dir einfach mal an oder lest dir das dann selber durch. Ja. Portaltechnik. Ja. Initiere eine Astralis mit der Portaltechnik und projiziere dich an deinen Wunschort. In diesem Gate wirst du mit Hilfe eines Portals in der Pyramide, nachdem du einen hypnotischen Zustand geführt wurdest, gebracht und diese Portaltechnik, ähnlich wie wir sie in G2 trainiert haben, dich durch die Visualisierung Astralreisen auslösen. Ja? Wenn du die Astralreisen Academy besucht hast, dann weißt du, wie wichtig Visualisierung ist und dort trainierst du es. Dort stelle ich dir die ultimative Visualisierungstechnik und Technologie vor. Und dieses Gate spezialisiert sich viel auf das Thema Visualisierung. Die Menschen, die sagen, ich will meine Visualisierung trainieren oder ich habe schon eine gute Trainiervisualisierung und damit kann ich super Astralreisen einleiten, dann werden Menschen mit dieser Technik super Erfolge haben. Das funktioniert ziemlich gut. Ja. Ich will jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, da geht es um so Portaltechniken. Ja. Dann Dissoziationstechnik, ja, das ist viel auch ein Lieblingsthema. Also bei der Technik, also es ist GET25, OBE Dissociation Technik, projiziert man sich mit der Vorstellungskraft auf den Körper auf Basis von einer Dissoziationstechnik. Ja. Da werden verschiedene Situationen von Umgebungen im kleinsten Detail ist vorgestellt und du dissoziierst dich weg. Ja. Die Technik ist sehr vielversprechend. Die meisten Menschen konnten mit der Technik Astralreisen einleiten tatsächlich. Sie wird dir auf jeden Fall, ja, ich will gar nicht so viel drüber reden, weil ich merke, ich könnte jetzt stundenlang über eine Technik reden, aber die Dissoziation bedeutet, du dissoziierst dich weg. Du stellst dir vor, du bist hier, da stellst dir vor, du bist da. Also in Wirklichkeit machst du ja schon eine Projektion und dadurch immer wieder wegprojizierst, trainierst du den Disconnect. Ja? Also das ist so eine Disconnect-Technik zum Üben und Dissoziieren. Ja? Die nächste Technik ist eine, die GET26, OBE Sleep-Technik. Ja? Das ist die Technik, die dir hilft, Astralreisen im Schlaf zu erleben. Ja? Du hörst einfach die Frequenz, sagst, ich habe volle Probleme mit Astralreisen im Wachzustand anzuleiten. Dann hörst du das Ganze an, gehst in die Hypnose, die programmiert dich ein, dass du im Schlaf ein Astralreisen initiierst, du schläfst einfach ein und die Frequenz läuft weiter und auf einmal zack, boom, beim Astralreisen.
Muss nicht sein, dass es sofort passiert, aber mit Übung trainierst du sozusagen im Schlaf, Astrales und zu indizieren. Das fällt vielen Menschen natürlich so leichter. Ne? Die nächste Technik, Gate 27, ist Spirit Guide Technik. Das heißt, da trainierst du bzw. du baust eine Connection zu deinem Geistführer auf und der Geistführer zieht dich aus deinem Körper. Ich merke schon, jede Frequenz hat einen eigenen Zugang und das sind sozusagen die ganzen Zugänge, die ich trainiert habe oder gelernt habe, die am effektivsten funktionieren. Ich habe das in diesen 10 Gates einfach komprimiert, ja, und für dich in eine Hypnose gemacht, damit das schneller mit Frequenzen wirkt natürlich. Ne? Und ja, da zieht dich sozusagen der Geistführer aus deinem Körper. Das ist eine ziemlich coole Erfahrung. Wir haben früher Seminare gemacht zu dem Thema. Ja. Dann haben wir Gate 28. Das ist eine eigene Universumstechnik, wo du lernst mit einer Technik, wo du durchs Universum fliegst und dann Blitzlichter, also diese Sterne werden dann zu Blitzlichtern, weil diese Blitzlichter sind in Wirklichkeit dein Astralkörper und du fliegst durchs Universum und dann kommen die Sterne auf dich zu und dann blitzen die, also und dann zack, zack, zack und dann macht es baff und du bist auf einmal Astralkörper. Das ist eine super Technik, um Astralreisen einzuleiten. Das wird hier gemacht, das ist so ein. Das kannst du dir später vorstellen, dass du mit denen kannst du, wenn du das Gute geübt hast, machst du einfach so die Augen zu, du siehst diesen Punkt, stellst dir vor, du fliegst dagegen und dann kommen schon Blitze, bam, und du bist sofort in einer Astralreise. Diese Technik ist eines der schnellsten Techniken, um am schnellsten langfristig gesehen Astralreisen einzuleiten. Ja. Dann OBI-Falltechnik, und du kennst das sicher in der Früh, du stehst in der Früh auf und du wirst munter und auf einmal hast du so ein Fallgefühl gehabt. Ja. Und dieses Fallgefühl kommt, das ist nämlich der Übergang, wie du in den Astralkörper wechselst oder wie du vom Astralkörper in den physischen Körper kommst. Da simulierst du dieses Fallgefühl. Ja? Und die Technik geht so, dass du dir eine Matratze auf den Boden legst und du lässt dich nach hinten fallen, so 20, 30 Mal oder wie lange auch immer. Und dann speicherst du in dir dieses Gefühl des Fallens ab. Und dann machst du diese Frequenz und dann gehst du auf einen Berg und dann lässt du dich nach unten fallen und dann connectest du dich mit diesem Gefühl, was du vorhin physisch erlebtest, von diesem Fallgefühl, wo du dich nach hinten fallen lässt und durch dieses Fallgefühl fällst du in den Astralkörper. Eine super mega Methode, um Astralreisen einzuleiten. Da wird auch, ja, kann ich nur empfehlen. Und dann landen wir beim Gate 30, das ist die Vibrational Technik. Ja. Das ist eine Technik, mit der du ja, das ist eine Wandperspektive. Ich habe diese Technik trainiert, als ich Astralreisen initiieren wollte. Wenn jemand neben mir liegt, wenn ein Kind auf mir liegt und das Baby schläft und bewegt sich die ganze Zeit und ich wollte trotzdem eine Astralreise initiieren. Also diese Technik wird verwendet für schwere Umstände, wenn es draußen laut ist, wenn sich dein Partner bewegt, wenn du nervös bist, wie du unter allen möglichen äußeren Umständen einfach trotzdem eine Astralreise initiieren kannst. Dazu diese Wandtechnik, die habe ich speziell dafür entwickelt, weil ich hatte eine Phase, wo ich meinen Sohn bekommen habe und ich wollte trotzdem Astralreisen machen und er hat dort immer neben mir geschlafen und kurz so ist das Thema vorbei und da habe ich diese Technik entwickelt und da war das Thema sehr wohl nicht vorbei. Ja, ja, that's it, das sind die 10 Gates. Wenn du sagst, ich interessiere mich für Astralreisen, dann empfehle ich dir natürlich alle durchzusehen, ja, und durchzutrainieren. Ja, da wirst du natürlich durch das Training alle Methoden rausfinden, welche Methode bei dir am besten klappt. Du wirst natürlich alle Varianten von Astralreisen in die trainieren, deinen Astralkörper, deine Visualisierung und alles aufbauend, also wie das Gate-Programm ja auch aufbauend ist. Und dann, ja, bist du Teil eines Systems, welches dir am schnellsten hilft, Astralreisen zu indizieren. Ja. Solltest du in der Meditation, in der Astralreisen Academy schon sein, dann wirst du vermutlich jetzt auch dieses Video sehen. Bist du im Basic Member, kriegst du 3 dieser Frequenzen. Ja. Bist du im Expert Member, bekommst du 6 dieser Frequenzen. Und bist du im Pro Membership, bekommst du 12 Frequenzen. Also nicht nur diese 10, sondern noch 2 andere. Ja. Du bekommst, und zwar, du kannst einfach 2 weitere aussuchen aus dem Gate-Programm. Ja. Ich empfehle dir Gate 20 oder die Velo-Technik, ja, oder die Gate 19. Such dir einfach dann 2 weitere aus. Und du bekommst dann unter diesem Video einfach einen Gutschein und mit diesem Gutschein kannst du sozusagen dann einfach, der gilt als MP3-Version, du kannst natürlich den Gutschein verwenden in Höhe, kannst dir auch eine höhere Version kaufen, dann hast du natürlich dann nicht 12 oder nicht 6, sondern also weniger und du kannst mit diesem Gutschein sozusagen dann ja, üben. Also einfach im Shop deine Frequenzen dir holen, ne?
und dann hören. Und unter diesem Video, beziehungsweise empfehle ich dir unbedingt, wenn, bevor du die Frequenz jetzt dann nutzt, zum ersten Mal Nutzungsvideo ansehen, weil da erzähle ich dir eine Technik und mit dieser Technik können wir jetzt schon üben und trainieren. Ja? Und ja, dieses Video wird dir direkt auch freigeschaltet im Vorbereitungsmodul. Das heißt, ab jetzt kannst du schon trainieren mit diesen Frequenzen. Ich empfehle dir, ja, dass du so viele wie möglich machst, weil Astralreisen lernt man, indem man alle möglichen Techniken probiert und rausfindet, welche Technik bei dir besser klappt. Und jede Technik trainiert einen eigenen Aspekt von dir. Vielleicht wirkt die Technik, die am Anfang wirkt, vielleicht die Technik 24 und 27 bei dir gut. Und dann übst du mit der und dann stellt sich später raus, dadurch habe ich jetzt etwas trainiert und dadurch aktiviert sich bei mir die Technik, die in Gate 30 klappt, 10-mal besser als alle anderen. Ja? Und deswegen empfehle ich einfach, das ist so meine Erfahrung, verschiedene Techniken durchzuprobieren, mehrere zu trainieren, deine Lieblingssachen rauszufinden, dann die zu üben, dann nochmal alle durchzuhören und dann zu schauen, wow, jetzt klappt es bei dir aber richtig gut. Und damit kann es sein, dass du dann immer das daran indizierst. Und wenn du das dann kannst und du so weit gekommen bist, dann springst du zurück und sagst, ich brauche gar keine Frequenz, ich mache einfach nur diese Technik, weil die wirkt bei mir halt am stärksten, die habe ich trainiert. Vor allem in der Academy lernst du natürlich die ganzen Sachen. Dann wirst du damit einfach so, indem du die Augen zumachst und bringst dich in diese Trance hinein und dann wirst du damit schon deine Astralreisen ziehen, indem du nur die Technik machst. Da brauchst du die Frequenz gar nicht mehr dafür. Das ist ja das Ziel, dass du Astralreisen willentlich einleitest und das Gate-Programm dient dir als Prozess und als Weg in diese Richtung. Ja. That's it. Danke, dass du zugesehen hast. Wie gesagt, wenn du nicht im Astralreisen Academy bist, dann einfach auf brainwave3d.com kannst du es dir sozusagen holen, das Bundle oder eine jede einzelne holen. Falls du in der Astralreisen Academy bist, in dem jeweiligen Paket gibt es 3, 6 oder 12, die du dir holen kannst. Ich wünsche dir viel Freude damit. Und wichtig ist, wie gesagt, falls du ein Pro-Member bist, dann sehen wir uns ja alle 2 Wochen im Live-Zoom und dort kannst du mir Fragen stellen, wir können üben, wir können gemeinsam trainieren, ich werde dir Tipps geben und werde dich dann natürlich auf ein ganz anderes Niveau bringen. Freu dich drauf. In dem Sinne, es ist mir eine große Ehre, dass du das Video gesehen hast und es ist mir eine Freude, dich bei deinem Prozess des Lernens von Astralreisen zu unterstützen und ich verspreche es dir, alles dafür tun. In dem Sinne und bis bald. Tschüss.